Ja, mir san die lustigen Holzfällerburm. Oder so ein Schmarrn. Auf wie geht's, ihr Lümmels, ab ins Holz. Heute ballern wir uns mal ordentlich, und da hinten fallen die Bäume schon, heute ballern wir uns mal ordentlich unseren Holzhack-Skill nach oben. Und aus diesem Grunde sehe ich auch so schmissig aus und habe mir erstmal auch alles Passende angezogen von den Klamottis her. Und wir schlachten heute, bam, ha, ein paar Bäume, zack. Mit einem Hieb ist der Baum umgehauen und wie das funktioniert, ja, das gucken wir uns gleich mal schön im Detail an. Ausgerüstet natürlich mit der fetten Axt und jede Menge große Bäume um uns herum, die werden wir jetzt mal schön Stück für Stück weghacken. Also legen wir los, zack, und schön immer Attacke Vollgas, und da haben wir es schon gesehen, es klappt immer mal wieder. Wie ist es möglich, dass man, ihr seht diese große Anzeige hier vom Baum, dass der Baum halt mit zum Teil einem Schlag weggehackt wird. Es ist möglich, indem man quasi die Ausdauer hochskillt. Es klappt nicht immer, aber das Schöne ist, man hat halt die Chance dazu, dass man einen Baum zack, zack mit einem Schlag einfach weghackt. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn man ausreichend viel, zack, ein großer Baum, ausreichend viele Punkte hat schon, die man verteilen kann. Wir gucken uns das gleich mal im Detail an. Beziehungsweise wir können das gleich mal direkt machen. Manchmal klappt es irgendwie besser von der anderen Seite. Manchmal klappt es auch gar nicht. Dann haut man den Baum halt normal um. Aber im Großen und zack, im Großen und Ganzen. Guck mal, da laufen sie hier aus der Gilde schon rum, sehr schön. Im Großen und Ganzen klappt das eigentlich mit den meisten Bäumen in wenigen Schlägen. Zack, da war wieder ein kompletter mit einem Schlag. Zack, der nächste. Und ihr seht, man kann es halt so hier auch immer wieder so ein bisschen abbrechen. Ich fange quasi immer wieder von vorne an, immer wieder neu an, den Baum mit dem ersten Schlag zu schlagen. Wir schauen uns aber gleich jetzt erstmal eben die... Alter, komplett gerodet. Wir schauen uns erstmal an, wie das Ganze hier geskillt ist. Und zwar habe ich tatsächlich alles komplett in Konstitution reingeskillt. Ich bin natürlich mittlerweile schon Level 60, habe dementsprechend viele Punkte zu verteilen. Hier sieht man unten, zugewiesene Punkte sind 195 Stück. Dazu kommen aber dann auch nochmal 114 Punkte quasi von der Rüstung, von den Klamotten. Also, man braucht also gar nicht, jetzt natürlich auch über 300, und 300 ist ja hier Max, man braucht gar nicht so viele Punkte. Einfach mal durchrechnen, guckt euch die Klamotten genau an, wie viel Konstitution drauf ist, und dementsprechend dann durchrechnen, ob ihr mit euren momentanen Punkten das schon so erreichen könnt. Denn das hier unten ist das Ziel, das ist das große Ziel. 25% Wahrscheinlichkeit, einen Baum mit einem Schlag zu fällen. Eine 25%ige Chance, das ist es, was wir haben wollen. Also mit einem Schlag hinrennen und den Baum quasi direkt umhacken. Es gibt verschiedene Orte, wo das hervorragend funktioniert, und es gibt zum Beispiel in dieser asiatischen Area, in Eben, ist das Ebenmaß, genau, da gibt es ganz viel diese Bambusbäumchen, die stehen halt dicht an dicht, sind ganz normal junge Bäume, und da kann man auch manchmal wirklich rumrasieren, wie so ein Wilden. Zack, guck mal hier, manchmal geht es einfach von der anderen Seite instant, ganz eigenartig. Deswegen teste ich das gerne auch mal von der anderen Seite. Oder halt hier, wenn da eh nur 3-4 Schläge sind, dann ziehe ich es halt durch. Aber gerade auch bei großen oder ausgewachsenen Bäumen versuche ich, zack, mit 2 Schlägen, versuche ich da auch schon mal eine andere Seite. Was mache ich hier jetzt gerade? Ich stehe davor, laufe quasi die ganze Zeit gegen den Baum und drücke E. Also ich spamme quasi die E-Taste und er fängt immer wieder neu an zu schlagen.
zack, zack, zack. Und zack, da mit drei Schlägen jetzt. Und dadurch habe ich dann quasi, oder resette ich quasi diese Schlaganimation. Das heißt, wenn man jetzt sich einmal, na, wo ist er, da ist er, einmal dagegen stellt, dann zieht er das ja durch und ja, wiederholt und wiederholt. Da kommt das nicht vor. Also in dieser Phase kommt es eben nicht vor, dass man automatisch den Baum umhaut. Man muss jetzt schon davor rennen, E drücken, zack, mit einem Schlag. Wieder davor rennen. Ne? Er macht diesen kleinen Ruckler immer und zack, zack. Und er fängt halt immer wieder von vorne an. Ruckler, neu, neu, neu. Anderer Baum, aber auch gut. Gerade wenn die so dicht nebeneinander stehen, ist es halt immer ganz nett. Wobei ich mir halt diese Mühe bei den Bäumen, die halt wirklich nur so 3-4 Schläge brauchen, da mache ich mir nicht die Mühe, da die ganze Zeit zu versuchen gegenzurennen. Es lohnt sich halt in der Regel auch am meisten schon bei den alten Bäumen, wo man wirklich, keine Ahnung, 10 Schläge oder so braucht. Wenn man da, zack, hier mit 2 Schlägen jetzt gemacht, wenn man das dann eben einfach neu wieder macht und neu oder mal eine andere Seite verwendet und guckt, dann geht das schon mal ein wenig schneller. Ja, und damit pusht man dann, zack, richtig schön schnell die Holzfell-Skillung. Ja, ich bin momentan ganz zufrieden, habe vorhin angefangen und habe jetzt, glaube ich, um die 30 Points gemacht. Wo waren wir? Fertigkeiten, Holzfällerei. Ne, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Knapp 30 jetzt. Knapp 30 Punkte gemacht. Also immer schön reingegangen und einfach oder durchgegangen hier und zack, 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 zack. Die ganzen Bäume umgehauen. Wie gesagt, sucht euch einfach eine Region, wo viel Altholz eben rumsteht. Das bringt einfach noch ein bisschen mehr an XP und dann pusht man sich natürlich deutlich schneller hoch. Ja, und dann ist natürlich ganz klar, ab 175 dann die Tropenbäume suchen oder auch das Würtholz und sowas. Also all diese Bäume haut man zack mit einem Schlag um. Ja, und dieser Part vom lustigen Holzfällerburm, der entsteht jetzt ein paar Tage später. Denn ich habe zwischendurch auch natürlich noch weiter rumgefarmt und rumprobiert. Und da ist mir aufgefallen, es macht vielleicht auch Sinn, das Holzfällen mit dem Krieg zu verbinden. Das heißt, wir sind jetzt hier mal eben rübergeportet in Lichtholz unten zu dem südlichen Teleporter. Und hier in der Area rennen ja auch die, ich renne mal gerade ein bisschen weiter, hier ist ja richtig voll am Teleporter, die Dryaden rennen ja hier rum, beziehungsweise genau hier diese Wurzelmännchen. Und die Hunde davon, die kann man natürlich auch hervorragend abfarmen, beziehungsweise dann auch Holz hacken. Und ja, wenn man sich das mal anschaut, wie viel XP das bringt, dann kann man natürlich auch sich einen Spot suchen. Guck mal hier, 828 XP im Holzfällen. Also auch das lohnt sich natürlich absolut. Es gibt verschiedene Stellen, wo die sind. Hier gibt es die einmal, dann gibt es hier Bereiche auch in Ebenmaß. Und es gibt natürlich auch Bereiche in... Ist das hier? Ich meine, es ist hier. Im hochleveligen Bereich, im Brackwasser, wo dann auch die Hirsche zum Beispiel rumrennen. Und die sind natürlich dann auch nochmal interessant. Klar, man kriegt sie ein bisschen schwieriger kaputt, aber vielleicht droppen die natürlich dann auch ein bisschen was Besseres. Und ja, auf die Weise kann man wahnsinnig viel von dem Würtholz farmen und ja, super gut XP machen. Ja, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Das ist der Skill. Ihr könnt das natürlich auch noch ein bisschen pushen mit mehr Loot. Baut euch hier diese Tränke. Gibt es beim Werkzeugmacher. Die sind natürlich noch verkehrt. Die sind immer noch nicht richtig übersetzt. Hoffentlich wird das irgendwann mal gepatcht. Stellen wir nochmal eben kurz um aufs Englische. Hier haben wir dann, genau. Also 5% mehr Loot. Man bekommt bei allen Tätigkeiten, die mit Werkzeugen ausgeführt werden, eine
für 10 Minuten lang 5% mehr Loot oder halt der große Pot, da bekommt man eben 15 Minuten lang 7% mehr Loot, gerade wenn man natürlich auch wirklich Holz farmen möchte. Und ja, man kann sowas tatsächlich auch ganz gut ins Auktionshaus reinstellen oder einfach ein bisschen weiterverarbeiten. Ich verarbeite das gerne weiter und produziere gerne auch Angelrouten und skill dadurch die Werkstatt weiter und so weiter und so weiter. Also es gibt genug Möglichkeiten, wo man eben auch das Holz schön mit abpackt. Ja, und was natürlich wichtig ist, die Klamottis sollten auch alle vernünftig sein. Also hier ist überall Konstitution drauf. Konstitution, Konstitution, Konstitution und so weiter. Und im Idealfall hat man hier einen Wert drauf von über, also ein Plus von 4%, also mehr als 4% Luck für seltene Gegenstände. Ich habe hier 4,3, 4, 4,2, 4,3 und die Mütze, genau, da muss ich nochmal eine bessere suchen oder irgendwo mal im Auktionshaus gucken. Aber diese hier, die dann wirklich mit über 4% sind in dem Glück plus auch noch Konstitution drauf, die sind in der Regel auch recht teuer. Also da einfach mal ein Auge drauf halten, beziehungsweise wenn ihr sowas findet und ihr habt es vielleicht schon, einfach schön im Auktionshaus verkaufen. Das Zeug geht gut weg. Wenn ihr sonst noch nicht auf die Ausdauer kommt, vielleicht seid ihr im Level noch nicht ganz so weit, wollt das trotzdem machen, wollt die Konstitution erreichen mit 300, dann natürlich schauen, ob ihr hier bei den Ringen und bei den Accessoires noch irgendwo Konstitution drauf bekommt. Also mehr Leben. Oder eben hier in den Waffen. Ne? Also wenn man speziell jetzt einfach mal eine Runde farmen geht und man investiert ein paar Gold, um umzuskillen auf komplett Konstitution, dann natürlich auch richtig durchziehen. Das muss sich auch richtig rentieren. Ich zahle jetzt zum Beispiel 500 Gold für einmal umskillen. Ist nicht ganz billig, aber irgendwo muss man ja die Videos mal machen. Und deswegen mache ich das gerne, cash da gerne für rein, damit man hier schön die Videos zeigen kann, wie das alles hier funktioniert. Wenn ihr das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.